Das ist ein Lied. Das ist der Rudi Burda. Das ist dieser junge Mann da. Eigentlich für meine Großmutter geschrieben. Oder für meine Großeltern. Das heißt, leg an Star. Wenn man auf einen jüdischen Friedhof geht und irgendjemand gedenkt, legt man einen Stein hin. Aber nicht nur das, es gibt andere Sachen auch. Aber das hast du geschrieben vor 15 Jahren. 10 Jahre, 15 Jahre. Egal wann. Aber wie gesagt, eben für meine Großmutter, die Mali Trostinetz umgekommen ist. Ekas am Tabor mit Konditorei. In Hand und dran waren dann die Wohnungen frei. Sind los, dort aus Kummern am Juden mitgenommen. Für etliche Nachbarn ein Riesentrara. Wegen Stab vor das Haus. Wegen Stab. Gymnasium, von denen wird erzählt. Von einem Tag am anderen haben 12 Kinder gefällt. Und weil ein Direktor sein Listen korrekt war, sind sie aus und zum Zweck geschickt worden von der SA. Wegen Stab vor die Schule. Wegen Stab. Sorgt die Schlamaster im 16. hin, hat einen jüdischen Lehrling gehabt in sein Betrieb. 2 Jahre ist es gegangen, dann haben sie es gefangen und schnurstreckt zum Mord im Platz, 4 oder 2. Weg ein Stab vor die Werkstatt, leg ein Stab. Von tausend, das alles ist passiert. Das Ende ist nicht lückenlos dokumentiert. So weit haben wir Klarheit, es haben nur ein paar Leute ihr Haut retten können in der Shoah. Leg ein Stab gegen's Vergessen. Leg ein Stab. Vorbei. Das soll's und das darf's und das kann's auch nicht sein. Das bleibt das Vermächtnis in unserem Gedächtnis. Soll's leben und erfreut haben, dabei das soll's auch. Leg ein Stab, dass wir leben. Leg ein Stab, leg ein Stab. Lass mal leben, leg an Stab.